150 Mal um die Welt gefahren und jetzt machen wir hier Tuning. Wenn du von außen nur gucken würdest und schätzen würdest, was hat der gelaufen, was wir zu schätzen? Gibt nichts zu bemängeln. Komisch eigentlich, machen wir. Willkommen bei den Kfz-Putzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe ja dieses Taxi gekauft und ja, wir müssten viel machen. Jetzt mittlerweile lässt er sich super fahren. Echt keine Geräusche, so wie es sein muss. Getriebe schaltet gut, Motor läuft super. Verbrauch ist unglaublich, muss man so nebenbei sagen. Echt. Wir haben ja schon mal Leistungsmessungen gemacht bei dem und haben ja gesehen, der E200. Und der sollte eigentlich 136 PS haben und wir haben hier 160 knapp hatten wir am PS. Und das war natürlich sehr, sehr viel. Mit dir hat ja gesagt, es kann sein, dass die Düsen halt kaputt waren. Ja, die waren ja kaputt und dadurch die Mehrleistung entstanden ist. So war unsere Vermutung. Und das werden wir natürlich heute sehen. Also werden wir nochmal eine Eingangsmessung machen und dann mal schauen, was mit dir noch an Überraschungen hat für uns. Vielleicht werden wir sogar hier noch eine Software drauf machen. Also wir waren ja beim TÜV, bei Jumahabe, macht er ja einen Diagnosetester rein, guckt, ob er irgendwelche versteckten Mängel hat, wie zum Beispiel Airbag, ABS, und haben beim Auslesen gesehen, dass dieses Auto 970.000 hatte. Das war krass. Und auf dem Tacho steht knapp 650. Wir haben ja vermutet, dass ein neuer Tacho reingekommen ist. Was sollen wir machen? Irgendwo bin ich natürlich stolz. 970.000. Wenn das so draufstehen würde, 970.000, ich hätte nochmal, glaube ich, 500 Euro mehr bezahlt, damit ich so ein Taxi habe. Und die Leute drehen ihn einfach runter oder machen einen neuen Tacho rein. Aber ey, Leute, hört ihr was am Auto? Genau, ihr hört nichts. Weil es nichts zu hören gibt. Das ist das Geile. Also damit jetzt eine lange Strecke fahren, easy, sag ich euch. So, ab zu mit dir. Guten Tag. Guten Tag. Gar kein Taxi bestellt. Ja, bin aber trotzdem gekommen. Apropos Taxi. Oh, sorry. Weil ich dich kenne. Zuschlag erstmal. Oh, ey. Ich dachte, wir sind Freunde. Ja, Bruder, ich bezahle ja auch hier. Was ist los mit dir? Hab nur Kleingeld. 1 Cent Stücke. Kein Problem. Wir können weiter reden, wenn du willst. Du weißt ja, die Uhr läuft. Soll ich so was direkt hochfahren? Du hast den poliert, oder? Ich hab den nicht poliert, es war einmal nur gewaschen. Aber der ist richtig glatt. Ja, ist so. Also glaub mal gar nicht, wenn man das gesehen hat, wo der herkommt. Ne? Ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Wie der vor 1-2 Wochen noch hier aussah. Passt! Erstmal, wie geht's dir denn hier? Ja, noch gut. Ist ja nicht, was kommt, aber ich glaube, du hast das ja alles durchrepariert, ne? Ja, ich hoffe es. So. Alexa! Mach das aus, du. Geile Sau, du. Die einzige Frau, die mich auf mich hört. Schon meins ich hätte schon, ja, ich hätte top beste, vorbereitet ja. Hier. Ja, wir haben die Injektoren fertig gemacht. Turbo haben wir gemacht, Wappen haben wir gemacht. Jetzt läuft der Bombe, er hat Leistung, alles super. Haben wir noch diese Leistung? Weil wir wissen ja immer noch nicht, warum er so viel Leistung hatte. Hm. Und du hast ja gesagt, es sind die Injektoren, die kaputt waren. Ist zumindest eine Vermutung. Ja, aber die Injektoren waren kaputt. Da hast du recht gehabt. Ja. Haben wir jetzt weniger PS, also die 136 PS? Oder haben wir vielleicht sogar mehr? Wenn der jetzt normal läuft, ja, das letzte Mal hatte ich auch so eine niedrige Schätzung, weil er sich schon so schwach angefühlt hat, da lief der auf dem Prüfstand noch nicht so ganz. Bei der zweiten Messung hier, da lief der dann normal. Da hat er sich auch kräftig angefühlt. Mhm. Ne? Deshalb war das dann deutlich höher, als wir angenommen haben. Und ich würde vermuten, dass er so um die Werksangabe machen sollte. Also ja. Das heißt, ich glaube, so ungefähr 20 Newtonmeter weniger und sagen wir mal 20 PS weniger. Sagen wir mal, wir haben jetzt immer noch so viel PS oder vielleicht mehr. Oder ein bisschen Ticken weniger. Kann das dann sein, dass dann doch die Software doch geändert wurde? Wir hatten ja kurz telefoniert. Genau. Ich glaube, da gab es ein paar Kommentare. Und ja, es gibt diesen Motor in verschiedenen Leistungsklassen und so weiter. Und das unterscheidet sich teilweise nicht mal durch die Software. Ne? Also die ist ein und dieselbe. Da wird dann aber wie kommt dann die Mehrleistung? Die Powerklasse wird da geändert. Oder es gibt verschiedene Namen dafür. Ich weiß nicht, wie sich das bei Mercedes nennt. Aber und die ist bei dem 136 PS. Also das passt alles soweit. Für die 170 PS Variante als Beispiel wäre der zu schwach. Ich habe ja mit dir angerufen danach. Ich so, ey, mit dir kann das sein? Weil mit dir hat ja sehr viele solche Modelle gemacht. Hast du vielleicht den 170 PS verglichen hast oder den 163 oder 150 PS, da hat er echt noch mal geschaut und hast Folgendes gesagt bei 163 PS. Die Software
ist fast genauso gleich wie die 163 West. Ja, es gibt ja ganz verschiedene Stände. Es gibt ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt schätzen, bestimmt 50 verschiedene Softwarestände. Ja. Wahnsinn. Und ich habe mir dann einfach welche, die am ähnlichsten zu diesen halt sind, ne, rausgesucht. Und da war unter anderem der 163 West. Hast du genau, ja, ja. Und meine Einschätzung wäre, ich weiß wie immer gar nichts, bin nichts gefahren, ja. Keine Ahnung. Also, aber du hast ja jetzt schon mal gefahren, hallo. Ja, ja, stimmt. Ein paar Meter hier im Raum. Ja, und ich würde jetzt vermuten, so rein aus der Erfahrung, dass es jetzt schon ein ganzes Stück weniger sein sollte. Ja. Wir werden sehen. Ne? Kann auch sein, dass es mehr wird. Und werden wir gleich sehen. Okay. Wir haben was völlig anderes hier, als wir erwarten. Ja, bin ich mal gespannt. Die Daten sind ja wieso alle gleich. Das soll ich ja nicht sagen. Ja, die Daten sind aber gleich. Die Übersetzung und so, du hast ja keine Räder oder so geändert. Nee, gar nichts. Siehst du auch, hier oben rum ist ja überall schwächer, ne? Ja. Das war so ein bisschen das, was man erwarten konnte, aber das Drehmoment ist ja jetzt... Moment, wir machen mal die Gleichfahrer, kann man es besser zuordnen. Mhm. Also, das Rote ist ja hier, das ist ja das, was fehlt und das wird daran liegen. 2000 langsam immer mehr Vollgas geben, immer mehr. Bis du dann schlussendlich bei Vollgas landest. Wenn du bei 2000 direkt Vollgas machst, schaltet er runter in den dritten Gang und das war's. Ne? Ja. Und deshalb müssen wir das wahrscheinlich nochmal machen, aber du siehst, es wird niedriger ausfallen, weil hier bin ich voll drin. Ja. Aber hier ist schon weniger Drehmoment. Es sind ja. 300, ja, obwohl hier müsste eigentlich noch was kommen. Wir machen noch eine Messung. Ja, das sind gute 10 auf jeden Fall weniger. Ne? Aber Newton merkt man richtig, ne? Das sind ja fast 50. Das kann daran liegen, das meine ich gerade, das kann daran liegen, dass ich zu spät rein bin. Aber so bei 2,2 Vollgas, da hat er dann schon runtergeschaltet. Dann habe ich es jetzt ein bisschen später gemacht, das war vielleicht zu spät. Ja. Und deshalb machen wir das jetzt nochmal. Okay. Ja, ist immer noch viel. Also haben wir doch den 150 PS Motor drin oder also Software. 150 gibt es, glaube ich, gar nicht. Doch, ich glaube schon, oder? Müssen wir schon, haben wir noch? 36 und nächstes 163. Ah, okay, okay. 136 PS und 330 Newton. Und wir haben hier 330 Newton, aber 150 PS. Er soll 330 haben? Ja, der 136 PS hat 330 Newton. Ja, dann sind wir eigentlich schon relativ nah dran. Ne? Ja, nur die PS-Zahl stimmt nicht. Die ist drüber, ja. Die ist drüber. Gut, es sind 14 PS, ne? Vorher waren es 18, 19, ja. Mhm. Wir machen noch eine Messung und dann will ich mal gucken, ob das mit dem Drehmoment hier, das müsste ja dann tatsächlich wieder so bleiben. Ne? Gab zwischen diesen Messungen, also dass es so aussieht, als hätte der hier später geschaltet
und sich das alles so ein Stück nach hinten verlagert. Ja? Ja. Das wird daran liegen, dass er tatsächlich ja, wahrscheinlich vorher Wandlerschlupf hatte und hier eine geringere Drehzahl angekommen ist am Prüfstand. So, das habe ich jetzt nochmal verglichen. 3000 misst der Prüfstand, 3000 zeigt der Drehzahlmesser an. Das passt doch genau. Also jetzt zumindest so genau, wie der Drehzahlmesser ist, aber das reicht auf jeden Fall hier für unsere Leistungsmessung. Ja. Ja. Und wir sehen ja, wir haben bis auf Nachkommastellen hier gleiche Ergebnisse. Ne? Ja, hier sieht man das. Und da, also man sieht hier, vor allem wenn man die beiden Messungen miteinander vergleicht, die sind ja überall identisch, nur aber hier. So richtig. Und das wird daran liegen, dass ich hier vielleicht 20, 50 Umdrehungen eher ins Gas reingegangen bin. Ja, das ist so eine Gefühlssache, ne? Da kannst du nicht. Also haben wir die 136 PS Variante drin, höchstwahrscheinlich, weil die wegen Newtonzahl passt. Aber PS-Zahl ich vermute, passt nicht. Dass das mit dem Drehmoment auch so ein Riesenunterschied ist. Also das liegt nicht an den Injektoren, ja. Mhm. Aber jetzt stell dir vor, der Wandler hat Schlupf und das wird er gehabt haben, dann hat der Motor schon 3.500 Umdrehungen, erzeugt schon richtig Leistung, aber an den Rädern ist eine Drehzahl, als wären gerade mal 2.000 Umdrehungen. Und dann erzeugt er eine viel höhere Kraft so durch diesen Schlupf halt, ne. Und das wird da wahrscheinlich passiert sein. Genau. Ja. Also ich schätze mal auch, weil der Wandler so kaputt war, das wurde dann halt, der ist dann komplett zu einer Einheit geworden, schon von Anfang an. Und so hatten wir viel mehr Drehmoment. Ja. Also dann hat eigentlich Wandler alles hergegeben, was er hat, schon früher. Ja, der war schon. Ja. Du hast seine letzten Zuckungen noch mitgenommen. Ja, so ist es. Naja, aber krass, da siehst du, was für heftige Unterschiede das auch teilweise ausmacht. Ne? Dann kommt wenn man, der Wandler, ne? Ja, überhaupt, wenn ein Schaden am Auto entsteht, was das für Auswirkungen haben kann einfach, ne? Und das überlegt man, guck mal, das sind ja brutalste Unterschiede hier. Ja. Das ist auch das, was du wahrscheinlich gesagt hast, der zieht nicht mehr so, weil das ist ja schon richtig heftig, also. Ja. Und das ist das, was ich dir auch kurz dann immer wieder zwischendurch kurz geschrieben, dass das, was ich meine mit dem, die Drehmomentausgabe über den Lok, da gibt es verschiedene, es gibt einmal inneres Moment, also das heißt, das innere Moment ist ja im Prinzip der Motor, hat ja einen Verlust. Also wenn ich den mit Hand durchdrehe, dann brauche ich ja Kraft. Das dreht sich ja relativ schwer. Und das ist der Verlust. So, und es, wenn wir jetzt also eine Leistung von 150 PS Abkupplung erzeugen wollen, dann müssen wir ja quasi eine viel höhere interne Leistung haben, abzüglich der Verluste, damit wir hinterher bei 150 PS an der Kupplung ankommen. Weißt du, was ich meine? Und teilweise werden über diese Kanäle halt auch das innere Moment ausgegeben. Ja. Also das ist dann nicht das Drehmoment, wo wir denken, wenn wir sagen, hier der Motor hat 320 Newtonmeter, das ist nicht unbedingt das, was im Lok ausgegeben wird. Deshalb das ist auch nicht mal unbedingt so klar erkennbar, weil das auch von Steuergerät zu Steuergerät unterschiedlich ist. Also es gibt ja ganz verschiedene Herangehensweisen, wie so ein Steuergerät funktioniert. Und daher ist das nicht unbedingt der Wert, den wir dann brauchen. Auch so, das ist aber Chrysler hier. Ist egal, das ist der gleiche Motor. Normal, ja. Aber wir versuchen auch mal. 330 Newton. Doch, das passt. Ich finde wir eh klasse. Ich sag ja, das sind so viele. Guck mal, jetzt hast du hier bei der E-Klasse 200 CDI, sonst 340 Newtonmeter sein. Aber bei 150 PS genauso. Ne? Ja. Aber die Daten die Differenz ist dazwischen auch zu klein. Ja. Guck mal, das sind ja im Prinzip nur 14 PS Differenz, ja. Aber im Endeffekt spielt es keine Rolle. Wir haben 150 PS gemessen und 330 Newtonmeter, ja. Nee, weniger PS, weniger Newton. Wir müssen da was machen. Ist schon ganz traurig. Ja, natürlich bin ich traurig. Ich habe extra einen neuen Garrett-Lader hier drin. Du wolltest schon den alten Wandler wieder einbauen. Ja, wenn es so weitergeht, mache ich das. Und dann bin ich auch später gespannt, wann wir schon so schnell Drehmoment haben. Weil das ist ja wichtig, dieses Anfang ist wichtig. Da bin ich auch gespannt. Ja. Also viel eher wird es nicht gehen, weil du das auch gar nicht auf der Straße fahren kannst, weil er runterschaltet. Okay. Ne? Aber hier wird es ungefähr losgehen. Also das hier unten ist natürlich, weil ich hier immer mehr Gas gebe und hier hat er dann erst volle Drehmoment. Aber anders kriegst du auf der Straße auch nicht hin, weil er würde runterschalten. Ne? Genau. Du hast die Software schon gemacht gehabt? Ich habe schon was vorbereitet. Ja. Okay. Und ich würde sagen, natürlich auch nicht übertrieben. Also es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie neue Leistungsrekorde aufzustellen oder so. Das wollen wir auch nicht. Wenn ihr echt sowas habt und euer Auto läuft perfekt, dann kommt hier hin. Also dann nicht vorher auf jeden Fall. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ey, ich habe hier einen Mercedes, einen Audi. Im Prinzip jedes Mal bevor, also wir machen immer einen Termin und der wird so geplant, dass man diese Leistungssteigerung auch durchziehen kann. Und wenn dabei dann auffällt, da, hier, pass mal auf, irgendwas stimmt mit deinem, also natürlich macht man es vorher bei der Kontaktaufnahme, versucht man schon mit ein paar Fragen was rauszufinden, so wie du das vielleicht auch manchmal machst. Ja. Ne?
Und dann hier vor Ort machen wir es so wie jetzt, ne? Gucken, also was das Auto für einen Eindruck macht. Teilweise lockt man da nochmal was mit, so typische Probleme und so. Und wenn man da den Eindruck hat, okay, es scheint alles zu funktionieren, es scheint alles so zu sein, wie es sein soll, ja, dann kann man das machen. Ne? Ja. Okay. Wenn wir jetzt hier aber schon festgestellt hätten, als Beispiel, was weiß ich, hier fällt schon die Leistung komplett ab und irgendwo der ruckelt oder was weiß ich, dann wissen wir, okay, das lassen wir vielleicht lieber. Hast du auch die Möglichkeit, das auch hier vor Ort zu reparieren? Das ist auch meine Frage gewesen. Hängt davon ab, was, ja. Ja, kommt drauf. Also reparieren theoretisch alles, aber es fehlen halt im Moment halt vielleicht auch die Leute, ne? Ja. Das übliche Problem. Und Leute, er macht nur nicht Diesel, ne? Also der Arme macht wegen mir schon sehr viel Diesel hier. Er macht natürlich auch Benziner, ne? Also ihr müsst jetzt keinen Diesel fahren oder euren Benziner verkaufen. Gut, wir machen jetzt die Software drauf und dann schauen wir mal, was rauskommt. Software ist drin. Du hast deine Gewürze drauf gemacht und jetzt bin ich mal gespannt, was wir von unseren 650.000 Mercedes noch rauskommen. Was heißt 650? Wir haben ja jetzt mittlerweile herausgefunden, dass er 970.000 gelaufen ist. Ja. Das, womit ich auch gerechnet habe, und er sollte auch relativ viel Leistung erreichen. Das war auch so geplant, und das Drehmoment war ein bisschen ungeplant jetzt. Geil. Aber so, genau das brauchen wir. Angestrebt hatte ich eigentlich so 420. Aber gut. Ja, also ist alles gut. Ich glaube, dass das Dreh, also wenn wir jetzt mit der Leistung zu hoch, hätte ich gesagt, okay, das müssen wir vielleicht zurückschrauben. Drehmoment ist nicht so schlimm, weil ich jetzt weiß, Drehmomentwandler und so ist neu. Ja. Das wird dem nichts machen, ja. Der alte wäre jetzt wahrscheinlich, das wäre in die Luft gegangen, oder? Safe. Das hätte er gar nicht überlebt. Oder vielleicht hätte ich jetzt 5 noch. Wir werden jetzt gleich natürlich, wir sind noch nicht fertig, ich muss noch ein paar Sachen einmal prüfen, dann sieht das zuverlässig läuft. Aber was ich jetzt schon sagen kann, worauf ich auch immer achte, vor allen Dingen beim Diesel, und das ist immer sehr wichtig, dass wenn du so hoch beschleunigst, du hast ja vielleicht selber auch schon mal gemerkt, wenn du hier auf dem Prüfstand bist, das fühlt sich alles viel intensiver an. Ja. Also jedes Motorruckeln spürst du hier 10-mal so stark wie auf der Straße. Klar. Und das läuft alles komplett sauber. Das stellt mich schon mal, also das macht mich Dankeschön, schon mal sehr zufrieden. Dankeschön. Willst du jetzt sagen, dass ich das gut gemacht habe? Kann dir auch jemand Scheiß Injektoren geschickt haben. Ja, dann kannst du ihn noch so gut einbauen und bekommen, es läuft trotzdem nicht. Aber das läuft sehr ruhig, kein Zucken, kein Mucken. Fühlt sich schon mal sehr gut an. Das hört man von einem Tuner. Leute, das ist immer das Beste, was ihr hört. Ja, die Karre hat, keine Ahnung, wer weiß, wie viel die gelaufen hat. Der ist nicht, das ist nicht selbstverständlich. Also, wir waren ja beim TÜV, 970.000. 940, glaube ich. Nein, 970.000. Ja? Ja. Oh, mir auffällt, Alter. So Zustand, so vom Gesamteindruck, wenn du jetzt so von außen nur gucken würdest und schätzen würdest, was hat der gelaufen, was würdest du schätzen? So wie der aussieht, ich würde sagen so 200.000. Ich hätte jetzt auch aus dem Bauch raus 300 gesagt, einfach weil du denkst, okay, altes Auto, aber lackmäßig und so. Klar, der hat so ein paar Kleinigkeiten, aber für die Laufleistung, egal ob jetzt 1 Million oder 650.000 oder was. Ja, innen sieht man das natürlich brutaler, ne? Die Sitze. Aber insgesamt auch von innen. Guck dir das an hier, die Sitze. Gut, Teppich. Den Sitz lassen wir mal außen vor. Auch von innen Zustand besser als der. Ja, muss man natürlich sagen, aber man merkt schon, dass er gelebt hat. Ne? Das merkt man. Das kann auch nicht verheimlichen. Ich würde sagen, das ist eigentlich das Thema wieder abgeschweift. Ja, wir schaffen das immer wieder. Das passiert aber sehr selten bei uns, dass wir abschleifen. Das beeindruckt ja einen auch irgendwie so. Ja, natürlich, weißt du, also du guckst das und denkst, ja krass, das sieht ganz anders aus. Deswegen ergänzen wir uns auch so gut, weil du das genauso lebst wie ich. Weil für dich ist das kein Auto, für dich ist das ja
Er hat eine Geschichte, diese Geschichte zu, rauszufinden. Und dann, wenn, genau, und dann, wenn dieses Auto noch so läuft und dann wissen wir, der hat schon diese 970.000 schon erreicht, dann ist das für dich beeindruckend, dass du hier nochmal einfach mal so 30 PS mehr, 100 Newton mehr rausholst und dann noch sagst, der läuft sehr, sehr gut. Die kann man jetzt auch noch dazu sagen, dass er immer so ein, also hier ist weder Temperaturlimit angehoben, gar nicht, null, null, nichts. Also eigentlich im Prinzip nur die Standard-Drehmoment-Limit. Genau, das heißt, wenn ihr jetzt, ich sag mal, im Sommer die ganze Zeit durchbrettert, irgendwann wird natürlich euer... Abgastemperatur, die aus dem Motor rauskommt. Genau, Motor oder Abgastemperatur, was auch immer, dann schützt sich dieser Motor und ihr habt weniger Leistung. Und sowas ist hier nicht abgeschaltet. Bei Billigsoftware sind die komplett abgeschaltet. Das, oder sagen wir, das haben wir schon erlebt, Leute. 95%. Ja, 95% und Wahnsinn. Deswegen passt auf, wenn ihr für 200 Euro irgendwo eine Software macht. Ja, worauf ich hinaus will, ist, da wird es ja vielleicht wieder Kommentare geben, da geht er über 190 PS, über 200, ist mir alles klar, ist mir alles klar. Muss man aber Temperaturlimits anheben und das war hier überhaupt nicht das Ziel. Also es ging hier nicht darum, die maximale Leistung, sondern wir wollten das, was du sagst, ich will da die Berge auch nicht hochkommen. Also das heißt, Drehmoment war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und das ist eigentlich so schon der wichtigste Punkt von allen. Ne? Ab 2600 Umdrehungen. Mhm. Ich mach mal die vorherige Messung weg. Jetzt gucken wir mal, hier sind 2500 Umdrehungen. Ne? Ja. Wir haben hier das höchste Drehmoment und gleichzeitig auch schon fast die höchste Leistung. Also guck mal, wir haben hier Wahnsinn. Bei 2500 Umdrehungen, muss man kurz auf die Leistung, 175 PS. Ja. Du gibst Kickdown und du hast im Prinzip sofort schon die maximale Leistung. Ja, und genau das brauchen wir ja auch, wenn wir die Berge hochfahren möchten. Gut, alles klar. Jetzt macht bitte nur ein, zwei Läufe, guckt nochmal, ob alles in Ordnung ist. Sachen durchgucken, Temperatur und sowas. Ne? Aber das sieht alles. Du hast jetzt quasi das aufgenommen und dann schaust du jetzt, ob jetzt irgendwas Auffälliges ist. Naja. Hast du vielleicht gehört, viel länger und viel mehr Last. Ja. Weil ich natürlich auch einmal rausfinden will, was der denn da so eine Abgastemperatur macht. Und die maximale Temperatur zu ermitteln, weil du hast ja auch schon mit dem Partikelfilter da und wenn da was zu wäre oder so, dann würde die auch relativ hoch ansteigen. Aber wir sind jetzt bei Volllast mit einer, also mit relativ viel Last zum Ende bei 850 Grad. 855, glaube ich, das ist top. Gibt nichts zu bemängeln. Komisch eigentlich. Wahnsinn. Ja. Die Karre ist ungefähr, wenn du, wie weit ist einmal um die Welt, 40.000 Kilometer oder so, da ist das Ding, keine Ahnung, 150 Mal um die Welt gefahren. Und jetzt machen wir hier Tuning. Jetzt vom Diagramm her und von den Werten her, die du jetzt gerade ausgelesen hast, ist er gut im Schuss, motortechnisch? Also von dem, was ich jetzt hier an Werten habe, gibt es keinen Unterschied zu einem, der von mir aus 100.000 gelaufen hat. Ja. Das wollte ich ja. Ich freue mich jetzt auf die Probefahrt mit dir. Vielen Dank nochmal. Alles ist unten verlinkt. Wenn ihr bei mit dir irgendwas haben wollt, einfach melden. Und weißt ja, wenn die kommen, Kfz-Putzi sein. Geht nicht alle mit 600.000. Dann habe ich 600.000 geht dann auch. Hier ist ja 970. Wenn die alle in dem Zustand sind, kein Problem. Ja, dann kommt. Dann gerne. Ja. Offiziell haben wir heute ein Auto gechippt, was die höchste Kilometerzahl hat. Wahrscheinlich, ja. Ja, also bei dir jetzt. Über 900.000. 970.000. Definitiv, ja. Und ich glaube nicht, dass es weltweit noch viele Verrückte gibt wie wir. Man könnte auch sagen, dumm, aber wieso? Es funktioniert doch. Ich würde am liebsten mitkommen, du Drecksack. Ja, nächstes Mal. So eine geile Sache, ne? Ich bin auch extrem auf die Videos alle gespannt. Ne? Ja, ehrlich. Aber Febi war heute das erste Mal Hauptsponsor. Wenn das Ganze so gut ankommt und ihr da draußen müsst natürlich auch mithelfen, damit die Videos echt, ich sag mal, gut ankommen da draußen und wenn es so ist, werden die weiterhin sponsoren. Ich glaube, das ist doch so und voll das Erlebnis mit so einer Karre. Durch die halbe Welt fahren und alles mögliche vergiss erleben nicht. Und jeden Tag kann irgendwas passieren und wenn du Glück hast, passiert nichts und du siehst nur den Sonnenuntergang und vergiss nicht, ultra geil. Balkanreise hast du ja gesagt. Ja, da bin ich also, dabei. Deswegen, so, ich fahre jetzt eine Runde und dann bin ich mal gespannt. Ja. Bis später. Oh mein Gott, ja! Davon hätten wir vorher träumen können. Mitja hat super Arbeit geleistet, würde ich sagen. Ja. Hammer. Das ist Wahnsinn. Richtig gut. Geil. Der lässt sich fahren. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier jetzt keinen Rennwagen gemacht. Es geht nur darum, dass wir nochmal eine gesunde Softwareoptimierung draufgeklatscht haben. Für die Berge. Und ein gesundes Auto fahren.
Ja. Endlich. Ja, und da haben die gesagt, also das ist jetzt ein Monat, Wahnsinn. Ehrlich reinhauen. Und das hat sich gelohnt. Software optimieren bei Meteor lohnt sich sowieso und ja. Sehr schön. Ich bin komplett zufrieden. Ich habe keine skeptischen. Guck mal, ich habe keine Skepsis mehr heute. Ich freue mich jetzt wohl auf die Rallye. Also das heißt schon was, wenn du das sagst. Na klar, ja? Weißt du doch. Ich bin immer sofort. Super. Guck mal. Super. Wie geil der sofort alles annimmt. Ne? Also du hast den Druck schon so. Sofort. Sofort. Wahnsinn. Also du merkst schon, die 440 Newton, die sind schon krass. Die sind jetzt da endlich mal. Ja. Ne? Also echt schön. Sehr, sehr schön. Guck mal, wenn wir von 30 auf 50 ganz kurz mal so beschleunigen. Ey, das macht so Spaß. Und die Softwareoptimierung war echt nochmal das i-Tüpfelchen. Definitiv. Das macht Spaß. Mit dir, du bist der Beste, Bruder. Ehrlich. So, Aydash, ja. Hast du noch was zu sagen? Nein. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne liken. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann, haut rein. Ciao. Aydash! Juhu! Ist der nicht geil? Total schön. Der ist geil geworden, ehrlich. Ich freue mich. Ich auch. Ach so, was ist denn hier los?